Ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, der da, ne? Das einzige Problem ist, er hat nicht 49% Feuerdamage. Oh, Elementarschaden. Erhöhter Schaden der Zeit, ne? Ja, komm, mach weg. Nee. Ich glaube, den da tausche ich aus. Das ist, glaube ich, actually ein bisschen cooler. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, komm, verkauf. Verkaufen wir den Shit. Gut. Gehen wir hier hin, in den Außenbereich. Warten wir uns da mal hin. Ja, naja. Ich meine... Wenn es das Einzige ist, was an dem Game nicht so geil ist, dann würde ich sogar noch sagen, okay, kann man machen. Ach ja. Dann gehen wir mal da hoch. Weiter geht's. Ach, du bist ja auch noch mal da. Nur nicht da drin stehen bleiben. Hallo? Will doch meinen Firewall casten? Weiter geht's. Belrin im Imperium. Im Imperium, im Imperium. Ich habe mich der Town angeschlossen. Ach, da ist auch direkt ein Port. Oh, krass. Okay, das waren viele Runen. Also ich muss auf jeden Fall als nächstes eigentlich den Flammensturm in meinen Skill reinsetzen. 35. 35 erreiche ich, glaube ich, heute nicht mehr. Das wird, glaube ich, nichts. Ganz gemütlich unterwegs. Ach, da oben geht's schon lang. Nee, mal stopp. Nee, das ist die Akademie. Ja, dann gehen wir doch mal in die Akademie da rein. Die große Akademie. Da sollten wir irgendwie Stuff besorgen oder so. Ne, die wollten einfach nur wissen, was in der Akademie drin ist, ne? Irgendwie so. Hast du eine Tür da aufbekommen oder was? Wer ist da? Nicht reinkommen! Sonst? Was? Weggehen? Okay. Sonst was?
Reise in das Zeitalter des Ruins, um die große Akademie in den Ruinen von Velnir zu untersuchen. Hä? Okay, also heißt, wir müssen jetzt hierhin gehen. Und jetzt können wir von hier in die Akademie rein. Ah! Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie kommen wir nur da rein? Aha, jetzt dürfen wir hier rein. Okay. Interessant. Ich glaube, das war aber hier oben lang. Ist irgendwie auch ein bisschen weird, dass er sich die Map-Einstellungen nicht so hundertprozentig behält. Backtracking fühlt sich aber auch immer wieder gut an, ne? Aha! Jetzt können wir hier rein. Ich bin gespannt. Ja, ja. Niedergürtel des bärenartigen Dingsbumsens. Und was gibt es? Dienerschaden. So, was haben wir denn hier drin? Wer bist du? Eine Leiche eines imperialen Offiziers. Die Leiche eines imperialen Offiziers ist in erstaunlich gutem Zustand. Einer seiner Hände umklammert noch immer etwas, das wie ein Wappen aussieht. Ja, nehmen wir das doch mal mit. Ha! Wie lange bist du schon hier? So, damit können wir nämlich jetzt wahrscheinlich hier in die Akademie rein, weil wir das Wappen einfach vorzeigen. Nice. Wäre lustig, wenn man hier noch so ein bisschen Rätselspielchen draus gemacht hätte und nicht eine quasi so eine aktive Quest, die dir sagt, wo du hin musst. Sondern so ein bisschen Rätsel, so sagen, okay, ich brauche hier so ein Amulett vielleicht, um mich auszuweisen. Oder wenn, dass der Guard sagt, du brauchst ein Amulett, um dich auszuweisen, und dann musst du das erstmal finden. Das wird auch cool. Burn to the ground! Nice. Let's go. Die große Akademie. Und jetzt können wir da rein. Und alles umbolzen. Hallo. Offizierswappen an der Tür vorzeigen. Nicht, was du vorhast, aber ich lasse dich nicht rein. Sehe, dass die Tür verschließt, öffnet sich auf. Lass uns vor! Wachen! Okay, du hast, wie der in die obere Etage flieht. Okay. Er flieht. Finde ich auch lustig, dass wir die Unsterblichen einfach so killen können, ne? Das ist lustig. Sollen die eigentlich unsterblich sein? Diese Blitzdinger machen wieder unendlich viel Damage, ne? Glaube ich zumindest. Geh mal rein, hallo! Guten Tag, was bist du denn für ein Teil? Ja, one-shottendes Teil, danke. Boah, ich krieg wirklich viel Damage!
aber vielleicht davon, dass ich noch gar nichts Defensives geskillt habe, so wirklich. Aber so ein Mage braucht ja nichts Defensives. Angriff ist die beste Verteidigung, oder wie war das? Schaden reflektieren. Sehr schön. Dann können wir jetzt ja wirklich YOLO rein. Ja. So. Ja. So sieht das nämlich aus. Dann ist nämlich alles direkt dead. Wir wären zwar nichts auch gewesen, aber naja. Sag mal, was macht ihr denn da? Was ist denn das? Wie ekelhaft. Was tut ihr mit dem Shit? Ah, das ist ein Gruppe. Ah, das sind diese Seelengefäße, die wir bei dem alten unten, auch dort, wo jetzt die. Wo die Akademie war, gefunden haben. Die neuen Seelenextraktoren haben sich als effektiv erwiesen. Die Essenzausbeute aus den Testsubjekten ist durchgängig höher als von und von besserer Qualität im Vergleich zu vorherigen Extraktionsmethoden. Doch reicht sie nicht annähernd aus. Das Geschenk des Imperators ist spärlich gesät und jeden Tag verliert ein weiterer unter uns seine Menschlichkeit und wird zu einem geistlosen Sklaven. Unsterblich und loyal, aber ohne das Herz, für das unser Imperator den Göttern getrotzt hat. Schmerz, dass wir auf solche Methoden zurückgreifen, aber was bleibt uns sonst übrig? Selbst wenn die Lebenden die Unsterblichen annehmen würden, könnten wir genug Essenz liefern, um sie zu erhalten? Wir dürfen ihre Seelen nicht verwenden. Wenn meine Arbeit den Funkenbewusstsein erhalten kann, der ihn auch nur einem Bürger des Imperiums brennt, werde ich so viele Lebende opfern wie nötig. Yo, Bro. Okay. Also die entziehen denen irgendwie so, die entziehen denen ihre Lebenskraft, um weiterhin menschlich zu bleiben, gehe ich schwer davon aus. Weil der Imperator kann die irgendwie unsterblich machen, aber dann verlieren die über Zeit ihre Menschlichkeit. So hört sich das für mich de facto an. Nochmal so ein Vieh. Burn! Ah, nee. Ist das hier unten? Was haben wir hier unten? Mach mal so ein Teil. Oh, Level up. Plus. Hallo. Level mir auf. Das da rein. Ja, das da gibt halt nicht so wirklich was. Mehr Feuerschaden ist mehr Feuerschaden. Das ist auf jeden Fall einer, der reden kann. Wer hätte das gedacht? Es gibt ja actually noch welche, die reden können. Und dann gibt es auch welche, die keinen Mana haben und auch keinen Mana regenerieren mehr können. Weil wieder irgendwas kaputt ist. Und man erst einen ganz normalen Spell ausrüsten muss, damit man wieder Mana regeneriert. Manometer.
Also es ist wirklich so langsam so ein paar Bugs und so, ne? Also, nicht ganz so cool. Na, ich glaube, hier war nur die Akademie. Ne? Ja, ich glaube, hier war das. Gehen wir trotzdem hin. Einfach um zu gucken, ob es so ist. Löwen einsammeln. Ja, da die Akademie. Nice. Moving. Bin ich eigentlich das Ding auch nicht mehr? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg keine Level mehr. Ich hab echt, also das ist wirklich, holy moly, ob Level 11 ist aber auch extrem. Kommt sich dem seine HP nicht? Hä? Warum sehe ich dem seine HP nicht? Ich kann sagen, der geht aber auch nicht tot, ne? Einfach zu stark, der Boy. Okay, hier geht's auch noch irgendwo her. Wahrscheinlich nicht dahin, wo ich gerne hin möchte. Okay, Straße der Seelenwächter. Nee. Wir müssen hier noch ein bisschen Velryn erkunden. Immerhin waren wir hier nur, als alles kaputt war. Und keiner mehr so wirklich lebte. Naja, die leben halt auch nicht mehr, aber naja. Hier ist zumindest jemand noch. Hier sind keine leeren Viecher. Sondern Skelett. Ich weiß nicht, ob das das jetzt besser macht, aber... Es ist auf jeden Mensch, es ist auf jeden Fall menschenähnlicher. Oh. Jetzt hier rüber. You're dead! Glaubt nicht. Ihr seid tot. Eine Rune des Zerschmetterns. Nice. Können wir nochmal Sachen disenchanten. Kehre nach Anseher verstoßenen Lager zurück. Okay. Was ist mit dir hier? Junge! Das ist viel Damage. Kannst du das mal lassen? Ich sehe deine HP-Bar auch gar nicht. So richtig unfairer Dude hier. Lass doch jetzt mal den Shit, okay? Lass uns verhandeln. Manometer. Yes. Okay. Der, also, okay, die wollte gerettet werden, okay. Du hast mich gerettet. Eteraka, Etera, wenn du nur früher gekommen wärst, dann wären die anderen noch. Ja, ignorieren, mir wurde gesagt, Magier hier. Du musst Alrik helfen. Dieser Idiot hat anklingen lassen, dass er etwas weiß. Jetzt haben sie ihn mitgenommen und werden ihn verhören. Oder noch schlimmer. Wo bringen sie ihn hin? Keine Ahnung. Aber dieser Ring, seine Magie ist mit ihm verbunden. Die Verstoßenen drüben am angestiegenen See könnten dir bei seiner Aktivierung helfen, damit er dich zu ihm führt. Ich würde ja mitkommen, aber ich glaube, dazu bin ich nicht imstande. Wo ist denn der Boy? Du musst in Richtung Westen gehen. Am See, tief im Sumpf, gibt es ein kleines Lager. Finde sie, bevor es zu spät ist, bitte. Alright.
Woran ist es? Ein Stein mit Runeninschrift. Berühre ihn mit Alriks Ring und die Verstoßenen werden dich in ihr Versteck lassen. Okay. Ein bisschen sehr spezifisch und sehr krass. Aber jo. Jo, jo. Gehen wir schon hin. Hier geht's auch nur so da lang, ne? Ja. Gut. Also ich gehe schwer davon aus, das wird irgendwo hier so liegen. Don't touch me. Ach, was seid ihr denn jetzt für Dinger? Hä? Was ist das da? Nee. Okay, hier ist das nicht. Ach Gott. Das ist ja aber ein bisschen weit weg, hä? Da hell. Das sind ja noch mindestens 2 oder 3 Maps. Die nutzen einen schon wieder voll aus hier. Richtig botengangmäßig, ey. Nochmal hier hin und dann kannst du ja auch gleich, wenn du da bist, nochmal hier hingehen. Und wenn du da noch nicht warst, dann renn doch da auch noch hin. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Kann ja nur was fehlen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Schlüssel. Und dann stürzt es nicht ab. Wir dürfen den Dungeon machen, der eigentlich ganz cool war. Den man natürlich jetzt so nicht mehr machen kann. Weil fehlt ja ein Schlüssel. Wohin des Weges? Was? Was? Jetzt so ein Seelengefäß als Hund oder was? Oh mein Gott, please, 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 bitte, bitte, bitte. Bitte, kein Dienerschaden, kein Dienerschaden. Gib mir irgendwas Mage-mäßiges. Ich bin auch froh, wenn du mir Eisschaden gibst. Hauptsache, es ist Mage. Ich meine, okay, ich hab's gecallt. Aber warum? Warum kannst du mir nicht einfach nur ein geiles Feuerding geben, Mann? Warum muss es denn jetzt wirklich Ice Damage sein? Ach Mann, umgekehrte Psychologie funktioniert anscheinend auch nicht. Ach Mann. Was? Ach ja. Hä? Komm ich hier durch? Beeinige dich und passiere das Tor. Also muss ich die jetzt hier killen, oder was? Ich will nichts sagen, aber das ist jetzt nicht gerade so schwer, ne? Hallo? Kann ich jetzt hier durch? Nee. Ach ja. Aha. XP. Sweet, sweet XP. Ich habe das Gefühl, dass hier könnte so ein relativ kleines Gebiet sein.
wiederum ganz cool wäre. Gold hier mitnehmen. Oh. Ja, Heatbär. Okay. Gar nicht darauf geachtet, wie die Dinger heißen. Das ist ein Heatbär. Der ja heatet. Ganz viel Feuerstick. Bienen? Ich habe Bienen! Kill it! Ja, mei! Das war wieder sehr knapp. Weil ein gewisser Magier nicht seinen Fireball casten wollte. Hab ich da Eisbild gehört? Nee, eigentlich nicht. Ich will eigentlich Feuerbild spielen. Ich will einen Firemage machen. Aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Ja, glaube ich, irgendwie in einem Stream oder so habe ich mal gehört, dass Eisbild auch relativ gut sein soll. Dass man das auch spielen kann. Aber naja, von Meta-Builds sind wir natürlich noch 500 Jahre weg. Erstmal so ein bisschen testen. Mal gucken, was so geht. Mal wieder alles lernen, was der Mage so zu bieten hat. Ein Port, das ist gut. Das ist immer sehr gut. Kann man schon frei. Hier ist ein Rift. Da ist eins Rift. Da müssen wir aber nicht lang, wie es aussieht. Aber hier oben müssen wir eigentlich auch nicht lang. Aber kann gut sein, dass das so ein Sondergebiet vielleicht ist. Wir hätten hier auch noch den geweihten Friedhof gehabt. Entweder war da nicht accessible oder ich bin da gekonnt dran vorbeigelaufen. Ich glaube, ich bin einfach gekonnt dran vorbeigelaufen, oder? Jetzt halt die Frage, weil hier können wir auch noch lang gehen. Ich kann mal hier... Ah ne, da unten kann ich gar nicht lang, ne? Ich würde einfach mal... Ich würde einfach mal da reingehen. Das hat, glaube ich, auch einen Port. Die Ruinen von Etendel. Gehen wir da mal rein. Da ist der Port. Das ist, far, far away. Ist da ganz hinten so ein Port? Der Yeet-Bär wieder? Der yeetet sich einfach auf dich drauf? Hier geht's nicht lang, aber ist hier eine Kiste? Ist ja bestimmt eine Kiste. Ja, ne. Ganz klar. Und dass da auch nichts drin ist, war auch genauso klar. Ist hier noch was? Ne.
Wäre lustig, wenn es noch so versteckte Sachen geben würde. Würde ich auch feiern. Ist jetzt aber auch noch nichts gefunden, so. Ehrlich. Nö. Einmal nach rechts. Da sind die Hündis nochmal. So, aber hier ist irgendwie nicht so wirklich was, ne? Lustig, dass diese komischen Bälle da. Ferial Charts oder was, wie die heißen, dass die einfach Feuer fangen können. Gut, dann besiegen wir mal wieder unseren lieben Boy. Ne? Ein bisschen Fireball. Stufe 31, geil. Manchmal will er den echt nicht casten, ne? Au. Au, 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 au. Sag nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Ich denke, das Spiel auch einfach. Ich spiele die falsche. Ich spiele eine andere Klasse oder so. Ich kann das bald nicht mehr erklären. Droppt der einfach nur sowas? Weil das irgendwie, keine Ahnung, die Season der hier Necromancer und ich glaube actually Druiden können auch Gefährten haben oder Diener haben. Weiß nicht, ob das die auf die genauso applied, aber ich denke schon. Das wird wahrscheinlich im Englischen irgendwie Minions oder so heißen. Kann doch nicht. Okay, da links lang kann man aber auch irgendwie. Hallo, Yeet-Bär. Wait, hä? What? Ja. Das ist das Gefühl, da kommen wir gar nicht hin, oder? Oder vielleicht irgendwie von jetzt da oben rum. Okay. Maybe. Ich will doch nur meinen Teleport. Du da, du da. Gib mir meinen Teleport. Du da, du da. Können hier rein. Was bringt es uns? Nix. Auch schön. Bringt es dann auch nichts hierher zu laufen? Einmal kurz da reinlunzen. Scheint. Oder geht das da im Kreis dann? Könnte natürlich im Kreis gehen. Dann gehen wir das mal gerade da ab. Den Yahid-Bär lassen wir mal Yahiten. War da eine Truhe? Ne, da ist nix. Nicht ist dort. Eine Horde von denen hier killen. Fireball auf so einen einzelnen casten und vielleicht hier noch weiter leveln.
Denn nur mehr Schaden ist mehr Schaden. Naja. Also wir sind jetzt, genau, wir sind hier und die, das sind die Ruinen. Da muss ich auf jeden Fall noch einmal backporten. Muss gucken, ob ich da irgendwie was vergessen habe oder so. Nice. Ah, nee, von hier kommt man dahin. Ah. Oder? Die Straße der Seelenwärter. Oder waren wir dort? Wir dort? Halt, stopp! Okay. Also, okay, ja. Und maybe ist das da oben dann der geweihte Friedhof. Wie ist das so ein Ding? Ja, das macht Sinn. Dann gehen wir da auch noch den Port holen. Wenn wir da irgendwie eine Aufgabe oder so bekommen, können wir uns da nämlich dann einfach hinporten. Sind hier keine Gegner? Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Da stehen Namen. Götzjam. Was macht denn? Holy. Da spawnt was raus. Krieg ich da was? Okay, ne, da kann einfach nur immer wieder was rausspawnen. Gibt es XP? Ich glaube nicht, ne? Hä? Ist das irgendwie, sind das Bäcker oder so? Die einfach gebackt haben, oder? Hier sind auch noch einige Grabsteine halt leer. Kam, Sinsun, Zunga, oder sind das, oder sind das die Entwickler, die sich hier verewigt haben? Lul. Hier gibt's einen Port. Eigentlich. Wo ist denn der? Soll ich den suchen? Hä? Ist das das Symbol für einen Port auf der Karte? Oder was soll der denn sein? Das ist das Symbol. Für einen Port. Aber die Karte hat keinen Port. Hä? Verwirrung. Confusion of the highest order. Wir gehen in den See wieder. Wobei, theoretisch, never mind, könnten wir zurück hierhin auch noch ein bisschen Stuff verkaufen und die Nebenquest abgeben. Das könnten wir machen. Dann machen wir das doch. Gehen wir da noch einmal die Nebenquest ab. I cannot do this. What do you want? What do you want? Aufgaben ausgezeichnet. Tja, ich hätte die können wohl nicht anzweifeln sollen. Lasst meinen Dank. Auf bald. Nice.
einfach auf Good Boy einen passiven Punkt da reingeballert. Das David. Das ist doch schon viel, ne? Das ist doch schon. Ist doch schon ein bisschen was. Und wir sind, glaube ich, noch lang nicht am Ende von der Kampagne.